Hat man eine Konstruktion abgeschlossen und möchte die einzelnen Schritte noch einmal im Detail betrachten, so kann man sich das Konstruktionsprotokoll über den Menüpunkt Ansicht aufrufen. In der Ecke rechts oben sieht man, dass es ebenfalls die drei Buttons Gestaltungsleiste ein-ausblenden, im Hauptfenster anzeigen und schließen hat. Unter dem Punkt Spalten in der Gestaltungsleiste kann man weitere Anzeigeoptionen treffen, wie beispielsweise zusätzlich noch das Symbol aus der Werkzeugleiste oder sogar den Eingabebefehl im Protokoll anzeigen lassen. Unter dem Punkt Einstellungen kann man Einschränkungen treffen. Außerdem hat man die Export- und Druckmöglichkeit des Protokolls sowie eine Kurzhilfe. Betrachten wir uns nun das Konstruktionsprotokoll des Umkreises genauer. Unten sieht man, aus wie vielen Schritten sich die Konstruktion zusammensetzt. Durch Benutzen der angezeigten Pfeiltasten kann man die Schritte nochmal im Einzelnen durchlaufen. Im Grafik- und Algebra-Fenster wird die Konstruktion ebenfalls schrittweise angezeigt. Gelangt man allerdings zu einem Konstruktionsschritt, an dem man sich denkt, dass man diesen bereits an einer früheren Stelle hätte ausführen können, so muss man dazu nicht die Konstruktion erneut durchführen. Beispielsweise hätte man die Strecke AB bereits nach Zeichnen der Punkte A und B schon an dritter Stelle konstruieren können. Will man dies entsprechend ändern, so muss man nur die linke Maustaste auf den Befehl gedrückt halten, den man verschieben will. An der Position, an der man ihn haben will, lässt man die linke Maustaste wieder los. Geht man in der Konstruktion nochmal auf Anfang und klickt die einzelnen Schritte erneut durch, so wird die geänderte Reihenfolge bereits angezeigt.